Das Crosslinking wird nur angewandt, falls wir eben eine instabile Hornhaut haben. Das ist der Vorteil der Behandlung. Von instabilem Gewebe machen wir das Gewebe stabil. Natürlich müssen wir nach dem Crosslinking die Stabilität prüfen, um Erfolg der Behandlung zu prüfen. Aber durch ein Crosslinking kommt es gelegentlich zu einer Sehverbesserung, aber das ist nicht das primäre Ziel der Behandlung. Wenn der Patient noch zusätzlich eine Sehverbesserung wünscht oder anstrebt, dann müssen wir eher harte Kontaktlinsen anpassen, und das ist eben der zweite Teil der Behandlung, der großen Behandlung des Keratokonus oder einer Hornhautschwäche. Nach einer Keratokonus-Behandlung bekommen Sie auch eine Verbandslinse, die bleibt ungefähr 4 bis 6 Tage an der Hornhaut. Anschließend wird diese entfernt und dann topfen Sie noch Cortisontropfen ungefähr für 2 Wochen lang.